Schön, dich zu sehen. Möge sein Segen auf dir, möge Gott mit dir sein. Kann dir helfen. Fülle noch heute ein. Willkommen im Haus der Aufklärung. Perfekt. Ich suche zufällig gerade jemanden, der mir bei etwas hilft. Ja, manchmal ergibt es sich einfach gut. Menschen mit gemeinsamen Interessen finden zueinander und indem wir zusammenarbeiten, können wir etwas Größeres erreichen. Also der Auftrag. Du musst einen Mann namens Tahir von der Krankenstation abholen. Er erholt sich von einigen Verletzungen und braucht Hilfe, um in seine Wohnung zurückzukehren. Hol ihn ab, besorg ihm etwas zu essen und bring ihn nach Hause. In einem der ärmeren Bezirke, wo die Kinder Fußball spielen. Bring ihn dahin, das sollte reichen. Tahir ist stolz, er soll sich nicht von dir abhängig fühlen. Du gibst ihm bloß einen Schubs in die richtige Richtung. Heikles Thema. Tahir hatte schon öfter Probleme mit der UC Security, wegen Vandalismus, Diebstahl und Prügeleien. Und er gibt den UC die Schuld an den Bedingungen auf dem Unterdeck. Und an seinen persönlichen Problemen. Und da er keine Hilfe von den Behörden annimmt, springt eben das Haus ein und unterstützt ihn.
Leider nicht. Es dauert eine ganze Weile, bis man sich von so etwas vollständig erholt hat. Die meisten Menschen haben Verwandte und Freunde, Tahir aber nicht. Und er ist jung und sehr stolz, weshalb er keine Hilfe von der UC Security annimmt. Klasse, du findest ihn in der Krankenstation. Er hat sicher Hunger, bring ihn nach dem Abholen also erst einmal zu Kai. Sie hat schon ein Essen zum Mitnehmen vorbereitet. Und danke. Spiel gehen. Dieses Jahr ist unser Jahr. Kannst du laut sagen. Okay, dann machen wir das. Ich besorge mich. Okay, Vala, kommst du jetzt oder nicht? Ich frage zum letzten Mal. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme alleine klar. Wie du willst. Aber wenn du dich verläufst oder in einer Zelle landest, selber schuld. Brauchst du was? Hey, weißt du zufällig, wo die Tornetze sind? Meine Wohnung ist in der gleichen Gegend. Mein Hirn ist einfach komplett vernebelt. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Wirklich? Oder ist das eine Betrugsmasche? Ich habe keine Creds, okay? Andy Singh. Naja, wenn ich jemandem was schulde, dann lieber dem Haus als den UC. Okay, gut. Du hast gewonnen. Nachdem ich sonst niemanden habe, riskiere ich es einfach. Also dann, geh voraus. Es ist immer schön neu. Weißt du, warum das Geschäft hier schon so lange läuft? Ich sorge dafür, dass sich alle wohlfühlen. Er steht schon bereit. Ist das für dich, Tahir? Naja, ich habe keine Credits, also... Dann ist alles okay. Ich habe schon mit Andy geredet. Geht aufs Haus. Danke, Kay. Gern geschehen, Kleiner. Ich freue mich, dass du am Leben bist. Weißt du, früher warst du eigentlich jeden Abend hier bei uns. Dinge ändern sich, Kay. Wem sagst du das? Und ich weiß auch, dass es schwer ist, herzukommen. Aber lass dich mal blicken. Tut mir leid, ich... Ich versuch's. Gut. Schön, dass das geklärt ist. Hier ist die Suppe. Sei vorsichtig, die ist heiß. Wären wir. Trautes Heim, Glück allein. Naja, aber mein Zuhause ist mein Zuhause. Auch wenn es erbärmlich ist. Aber vielen Dank. Ich hätte sie vermutlich auch alleine gefunden, aber es wäre anstrengend gewesen. Oh, stimmt. Die Suppe von Kay. Mann, ich habe ewig nichts Warmes mehr gegessen. Kann man wohl sagen. Vor meiner Verletzung war ich jeden Abend auf eine Suppe und ein Sandwich bei Kay.
Egal, wie schlecht der Tag war oder wie leer meine Taschen waren. Solange ich mein Essen und mein Bier hatte, ging's mir gut. Die ganze Last ist abgefallen. Und ehrlich gesagt, habe ich mich ewig nicht so gefühlt. Bis jetzt. Deswegen ist das wirklich toll. Vielen Dank. Ebenso. Ich habe hier nicht viele Verbindungen. Jedenfalls nicht mehr. Es ist schön, eine echte Freundschaft zu haben. Danke. Danke für deine Hilfe. Ehrlich. Es denkt wohl doch nicht jeder nur an sich. Hallo? Oh, wow. Keine Lust auf Smalltalk. Fragst du? Bist du von der Security? Ja, du hast eine gewisse rebellische Ausstrahlung. Aber vielleicht willst du auch nur, dass ich das denke. Und ich erzähle sicher nicht jedem, der hier reinspaziert, alles über meine Operation. Jedenfalls noch nicht. Tja, Pech gehabt. Und weißt du was? Ich kann dich auch nicht leiden. Ich finde dich sogar so abstoßend, dass ich Lust habe, dich auf der Stelle zu verprügeln. Na, was sagst du? Wollen wir uns 10 Runden liefern? Du hast Glück. Ich habe mir die Hand verletzt, als ich das letzte Mal einer Blitzbirne wie dir die Lichter ausgeknipst habe. Mein Arzt sagt, die Heilung könnte ein paar Monate dauern. Aber ich sag dir, sobald meine Hand in Ordnung ist, erlebst du was. Ernsthaft? Sieh dich doch mal um. Du bist am langweiligsten Fleckchen der Galaxie. Das einzige Gute hier unten ist Kai. Das beste Essen in den besiedelten Systemen. Und ich kenne mich mit Essen aus. Aber ich darf nicht mehr hin. Kai hat mir Hausverbot erteilt. Mir? Ist das zu glauben? So ein unglaublicher Schwachsinn. Oh, reden wir noch?